Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich war wieder bei DM und bin eventuell so ein bisschen hungrig einkaufen gegangen und ja, man merkt es an meinem Einkauf, Leute. Ich habe natürlich jetzt nicht nur Essen gekauft, aber vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Natürlich ist auch wieder meine Hängematte mit am Start, wo ich meine dieses Mal tatsächlich sehr schwere DM-Tasche drin platziert habe. Ich brauche einfach diese Hängematte in DM-Holz. Ich weiß nicht, irgendwie, die muss drin sein, Leute. Ich war tatsächlich gestern Abend schon bei DM und eventuell hatte ich krassen Heißhunger auf diese Linsenchips. Ich finde die richtig, richtig lecker. Ja, deswegen ist diese Packung jetzt schon offen. Und ich konnte mich gestern einfach nicht mehr zurückhalten. Wo ich mich heute Morgen tatsächlich nicht mehr zurückhalten konnte, war der Kaffee, Leute. Mein Kaffee war nämlich aus und ich liebe den Geruch von Kaffee, Leute. Liebt ihr Kaffeegeruch auch so? Auf jeden Fall. Der Kaffee war nämlich aus, also mein persönlicher Kaffee. Und ich hatte seit gestern Nachmittag keinen Kaffee mehr und ich brauchte den. Also bevor ihr jetzt glaubt, ich habe so viel ausgetrunken, ich habe den umgeschüttet. Da ist jetzt noch ungefähr so viel Kaffee drin in dieser Verpackung, aber den größten Teil habe ich halt in meiner Kaffeedose. Und ja, ich habe vielleicht schon einiges an Kaffee-Intus heute. Ich mag den Kaffee tatsächlich sehr gerne. Ich finde es super, super gut, dass der Bio ist. Ich finde, der riecht richtig lecker und oh, ich liebe Kaffee. Ich finde den Kaffee einfach ausgeglichen. Also der ist halt nicht zu mild, aber auch nicht zu stark. Ich finde den wirklich sehr angenehm im Geschmack und vor allem preislich, Leute. Für einen Bio-Kaffee ist der auf jeden Fall preislich richtig, richtig gut dabei. Also wenn ich nicht gerade irgendwie die Möglichkeit habe, mir lokal in Mexiko einen geilen Kaffee zu kaufen, dann greife ich auch sehr gerne zwischendurch zu dem. Okay, Leute, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal die offenen Sachen. Ich habe natürlich noch viel mehr gekauft. Und den Rest habe ich dieses Mal tatsächlich auch nicht geöffnet, noch nicht aufgebraucht und auch noch nicht gegessen. Ich habe mir wie fast immer diese Linsenchips gekauft. Die sind mit Paprikageschmack, dieses Mal auch tatsächlich mit Paprikageschmack und nicht diese Sour Cream Version. Die habe ich beide auch noch nicht geöffnet. Ich finde, die sind halt lecker und wenn ich zwischendurch einfach mal richtig, richtig Lust habe auf irgendwas Chipsmäßiges oder so, dann gönne ich mir ein paar Stück davon. Vielleicht merkt man so ein kleines bisschen, dass ich auf Linsen stehe. Ich habe mir tatsächlich aber nicht nur Altbekanntes gekauft. Ich habe mir tatsächlich auch von Food Loose einmal Salted Hazelnut gekauft und Salted Peanut. Genau, das sind so Nut Butter Bars und ich fand, das hat sich einfach richtig, richtig gut angehört. Die haben auch ein paar Kohlenhydrate, aber mit MCT geht das alles fit. Aber falls ich wirklich mal Lust haben sollte auf irgendwas richtig Geiles, Schokoladiges, Nussiges, habe ich jetzt auf jeden Fall zwei Sachen, die ich probieren werde. Ich weiß nicht, ob ihr diese Food Loose Bars kennt oder nicht. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr die schon probiert habt. Ich habe sie bisher noch nicht probiert. Die sind ja auch noch relativ neu. Falls ihr also schon in den Genuss gekommen seid, schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu diesen Teilen hier in die Kommentare. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, ich fange wieder mit den Food-Sachen an. Und wenn ich mit diesen fertig bin, dann wechseln wir auf jeden Fall wieder zu den Beauty-Produkten. Standardmäßig habe ich natürlich wieder hier meine Protein-Cookies am Start. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die haben halt ein paar Kalorien. Die haben ein bisschen Protein und ich finde sie halt super, super lecker. Also die sind so ein bisschen wie so eine klatschige Cookie-Version, aber halt als Protein-Cookie. Also ja, ich mag die sehr gern. Ebenfalls neu im DM entdeckt habe ich hier diesen ESN-Bar. Diesen Bar? Ja, diesen Riegel von ESN in der Geschmacksrichtung Fudge Brownie. Der war in dem neuen Regal drin und ich dachte mir so, ja, das könnte lecker sein. Vielleicht ist der richtig, richtig gut. Und ich dachte mir, ich nehme den auf jeden Fall einfach mal mit und dann probiere ich den in Ruhe, wenn ich richtig, richtig Lust habe, irgendwann mal auf Schokolade oder Brownies oder irgendwas. Weil manchmal hat man ja so Momente und ich glaube, dann gönne ich mir diesen Riegel. In der Hoffnung, dass der lecker ist. Wenn er mich dann enttäuscht, wäre es richtig hart, Leute. Zu meinen Standard-Proteinriegeln, die ich gefühlt immer bei DM mitnehme, ja, gehört natürlich auch wieder hier dieser mit Lemon Cheesecake. Ja, was soll ich dazu sagen? Schmeckt halt wie Zitronenkuchenteig als Proteinriegel. Ich bin ein riesengroßer Fan. Und der an Blueberry Cupcake ist halt auch richtig, richtig lecker von derselben Marke. Von Power System, die Lower Carb Riegel, die sind auch richtig, richtig gut. Also ja, falls ihr die noch nicht kennt und mal irgendwie irgendwas in Richtung Blueberry Cupcake oder auch Lemon Cheesecake probieren wollt, absolute Empfehlung. Was ich mir ebenfalls standardmäßig mitgenommen habe, sind diese Peanut Caramel Riegel von der DM Eigenmarke. Die sind auf jeden Fall deutlich günstiger im Vergleich zu anderen Marken und die sind so lecker, Leute. Die sind halt wirklich auf jeden Fall ein Versuch wert. Also für mich ist es so ein bisschen wie Snickers in Proteinriegel. Falls ihr also Snickers-Fans seid, probiert diese Riegel hier auf jeden Fall mal. Vielleicht schmecken die euch genauso gut wie mir. Ein Produkt, auf das ich sehr gespannt bin, Leute. Ich habe hier einen Proteindrink gefunden. Der ist neu, mit dem Geschmack Eiskaffee.
Eiskaffee, ein Protein-Drink Eiskaffee, Leute. Ich muss den unbedingt probieren. Also wenn der gut ist, das wäre der Wahnsinn. 21 Gramm Protein hier drin in einem Getränk als Eiskaffee. Oh, wenn der gut ist, Leute, wenn der gut ist, das wäre so cool. Oh nein, Leute. Ich habe gerade was gelesen. Es ist nur eine Limited Edition, Leute. Was mache ich, wenn er gut ist? Bunkere ich mich dann ein? Wie lange sind die haltbar? Ah, ja gut. Bis Januar. Die sind bis Januar haltbar, Leute. Ganz ehrlich, ich freue mich immer unnormal, wenn es so neue Limited Editions gibt und so. Aber andererseits bin ich direkt traurig, wenn das Produkt dann wirklich gut ist. Und ihr bekommt es dann nicht mehr. Das ist richtig hart. Das letzte Foodprodukt in diesem Video ist der Paprika-Hanf-Aufstrich von DM Bio. Den kenne ich noch nicht, der ist auch neu. Ich hoffe, der schmeckt gut. Also diese Tomaten-Quinoa-Sachen und so von der DM-Eigenmarke, die sind richtig, richtig lecker. Und deswegen habe ich tatsächlich hohe Ansprüche. Also hier steht auch neue Rezeptur drauf. Kann also sehr gut sein, dass es den schon mal vorher gab und ja, dass jetzt schon mal nochmal überarbeitet wurde. Mal gucken. Ich lehne mich jetzt mal hardcore weit aus dem Fenster. Ich glaube, der wird lecker sein. Also die meisten DM-Produkte, also DM-Bio-Produkte von der Eigenmarke, die sind halt einfach wirklich gut. Ich hoffe, meine Ansprüche sind jetzt nicht zu hoch an dieses Produkt, aber ich glaube, es wird lecker sein. Okay, ich habe mich geirrt, Leute, das war doch nicht das letzte Produkt. Das letzte Food-Produkt ist tatsächlich die Marmelade von Xucca. Die Erdbeerversion kenne ich noch nicht, aber ich hatte übertriebenst Lust auf Erdbeermarmelade. Xucca ist ja generell einfach eine Firma, die ganz viele zuckerfreie Produkte herstellt mit Zuckeralkoholen. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte einfach übertriebenst Lust auf Marmelade, die ich schlecht essen kann, wenn ich Keto bin. Und die Aprikosenversion von der Marmelade, die kenne ich schon, aber die mit Erdbeer, die ist neu für mich. Und die werde ich jetzt nächsten Tage testen. Okay, Leute, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Beauty-Produkten. Und zwar sind meine Augenbrauenwachsstreifen ausgegangen. Ich habe dazu schon mal ein extra Video gemacht. Ich kann euch das gerne hier irgendwo verlinken. Ich feiere die total. Ich benutze die seit Jahren. Ich mag es einfach nicht, mir jede einzelne Augenbraue mit einer Pinzette rauszuzupfen. Es tut 3000 Mal mehr weh. Deswegen habe ich hier so Augenbrauenwachsstreifen. Die klebt man quasi... Oh, ich habe schon das nächste Produkt hier in der Hand. Ups. Die Teile klebt man quasi einfach mal hier drüber oder hier drunter in der Form, wie man das gerne hätte. Drückt das gut an und dann zack, zieht man das einfach runter und das erwischt halt meistens immer die meisten Augenbrauen. Manchmal hat man dann so ein, zwei Augenbrauen, die sind so ein bisschen störrisch, da geht man halt nochmal dran und reißt sie nochmal raus. Aber grundsätzlich deutlich, deutlich weniger schmerzhaft, super schnell, easy peasy. Ja, ich mag die sehr gern. Ich habe mir eine Produktreihenfolge ausgedacht, in der ich gerne die Produkte vorstellen möchte, ja. Deswegen ist das eine Produkt auch gerade runtergefallen. Das ist nämlich das hier. Eine 30-Sekunden-Kur Anti-Gelbstich von Ghoul. Fand ich mega, mega cool. Ist ein neues Produkt. Ich finde generell, oder ich fand früher auf jeden Fall die Ghoul-Produkte sehr, sehr gut. Und ich dachte mir, die ist halt nicht so teuer gewesen. Aber dieses Produkt ging halt preislich voll. Und halt gerade für Mexiko, für Cancun, da gibt es halt nicht viele Anti-Gelbstich-Sachen. Also, ich habe keine einzige gefunden, just saying. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte mir auf jeden Fall eine Kur mitnehmen mit Farbpigmenten. Ich glaube, ich werde die vorher auch schon mal ausprobieren und gucken, ob die gut ist. Weil sonst brauche ich die auch nicht mitnehmen. Aber ich hoffe einfach, dass die gut ist, weil Ghoul gut ist an sich. Ja, also ich teile euch auf jeden Fall meine Meinung mit. Entweder nochmal in einem YouTube-Video oder auch auf Insta. Falls ihr mir also noch nicht folgt auf Instagram, folgt mir noch sehr gerne unter Lailas Vibes. Ich blende euch das auf jeden Fall kurz mal ein. Ich teile natürlich alle lebensnotwendigen Ereignisse auf Insta und auch sehr relevante Posts im Bikini auf meinem Balkon, solange ich meinen Balkon noch habe. Also folgt mir doch sehr gerne, wenn ihr mögt. Ich habe noch nicht mal dran gerochen. Oh, die riecht aber richtig gut, die Kur. Also, riecht nach Friseursalon. Sieht jetzt auch nicht zu dunkelintensiv aus. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es ein gutes Ergebnis bringt. Ein Produkt, was wahrscheinlich alle von euch da draußen kennen werden. Und ich bin halt so voll der Rückläufer. Ich habe so 100.000 Jahre irgendwie gebraucht, um mir dieses Produkt zu kaufen, weil es jetzt reduziert war. Und ich mir so dachte, das ist meine Chance. Meine Studentin, armes Low-Budget, leeres Portemonnaie. Fällt kein guter Reim ein. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Chance, auch mit einem Studentenbudget an so ein Produkt ranzukommen und es mir zu leisten, ergriffen, da das gerade im Ausverkauf ist. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Leute, ist hier wohl eine Haube drin in Form einer Erdbeere, weil das die Strawberry-Maske ist. Hier ist dann wiederum die Maske drin und dann sieht man aus wie eine Erdbeere auf dem Kopf. Keine Ahnung. Also ich dachte mir so, okay, nice. Also vielleicht ist das Produkt richtig, richtig gut, weil es wurde ja auch krass gehypt. Und ich sag euch, wie es ist. Es gab daneben noch den Flamingo zur Auswahl. Und vielleicht löse ich jetzt Hate aus. Eine Hate-Welle oder so. Aber ich fand den Flamingo echt
Nicht schön, Leute. Dann wollte ich definitiv lieber die ausverkaufte, halb so teure Version mit der Erdbeere auf dem Kopf haben. In meinem DM gab es auch noch so eine Einhorn-Variante, die war aber ausverkauft und ja, I don't know, wahrscheinlich gibt es dann vielleicht bald eine Himbeere oder so, ich weiß es nicht, vielleicht gab es das auch schon, I don't know. Auf jeden Fall wird gerade Erdbeere im Ausverkauf verkauft zu 50% weniger und deswegen dachte ich mir so, nehme ich. Waren das wirklich 50%? Auf jeden Fall war es so fast die Hälfte, knapp die Hälfte günstiger und ich dachte mir, ich bin am Start. Probieren wir das mal aus. Wollt ihr mich mit einer Erdbeere auf dem Kopf sehen? Also ich muss sagen, ich bin schon neugierig, wie das aussieht. Also, okay, sie ist weggeflogen. Ein Moment, da ist sie, das gute Stück. Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich, ups, eine Erdbeere. Okay. Ach, verrückt. Hast du ja so einen Pineapple auf dem Kopf. Moment. Nice. Ja, also ihr müsst euch natürlich jetzt vorstellen, dass alle meine Haare da drin sind. Okay, gut, ich werde das jetzt natürlich nicht richtig anziehen, weil sonst sehen meine Haare gleich richtig grauenvoll aus und deswegen, ja, da ist tatsächlich einfach so eine Haarmaske drin. Ich muss aber sagen, ich hatte schon mal so eine Haarmaske und ich fand die richtig ätzend, weil die sich krass billig angefühlt hat. Und die fühlt sich jetzt tatsächlich besser an. Also ich glaube, die ist tatsächlich langlebiger. Außerdem habe ich mir nochmal Wattestäbchen gekauft, einfach weil meine fast leer sind. Und ich brauche einfach Wattestäbchen in meinem Leben, Leute. Deswegen habe ich mir einfach die geholt, die preis-leistungstechnisch pro Wattestäbchen am günstigsten sind. Ja, und das sind die hier. Ebenfalls gekauft habe ich mir dieses Invisible Deo, dieses Black and White, ich weiß gar nicht, doch Black and White Invisible Deo von Nivea, das ist irgendwie so mein Deo, was ich immer benutze nach dem Duschen direkt. Fragt mich nicht wieso, ich bin ein Monk, I don't know, aber auf jeden Fall benutze ich das hier immer direkt nach dem Duschen. Und in meinem Alltag benutze ich tatsächlich dieses Deo, das ist nämlich jetzt auch schon wieder fast leer, deswegen habe ich es mir nochmal nachgekauft. Das ist so mein Alltagsdeo, was ich irgendwie, fragt mich nicht wieso, ich weiß es nicht, aber das benutze ich irgendwie nie direkt nach dem Duschen. Das ist so mein Nach-dem-Duschen-Deo und das ist so mein Alltagsdeo. Ja, und diese beiden habe ich mir auf jeden Fall wieder nachgekauft, weil das halt irgendwie meine Deo-All-Time-Favorites sind. Ich überlege halt jedes Mal, ob ich nochmal ein anderes Deo ausprobieren soll, was vielleicht irgendwie ein bisschen günstiger ist, aber irgendwie, es führt mich immer wieder zu diesen beiden Stücken hier zurück. Für die, die es nicht wissen, ich benutze immer wasserfestes Augen-Make-up. Und ich hatte irgendwie das Problem in letzter Zeit, ich habe die Wimperntusche nie richtig komplett abbekommen. Und egal wie sehr ich gerubbelt habe, gefühlt bis meine Augen rot waren, am nächsten Tag hatte ich immer Wimperntuschenreste und es nervt, Leute. Dann wacht man auf wie ein Panda, obwohl man sich abgeschminkt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt ein neues Augen-Make-up-Entferner-Zeug aus. Und zwar diese Micellin-Augen-Make-up-Entferner-Pads von Balea. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind, I don't know. Aber ich dachte mir, ich probiere das auf jeden Fall aus, weil da steht extra drauf, ölhaltig und gegen wasserfestes Make-up. Und deswegen dachte ich mir, ja, klingt gut. Ebenfalls gekauft habe ich mir diese Kaltwachsstreifen. Da muss ich sagen, ich war jetzt jahrelang überhaupt gar nicht im Wachsen drin, ja. Irgendwie habe ich es nicht so richtig gefühlt, außer jetzt bei den Augenbrauen. Aber so Beine wachsen und so, das habe ich ganz lange nicht mehr gemacht. Irgendwie bin ich jetzt doch wieder da gelandet. Also ursprünglich wollte ich tatsächlich einfach nur, ja, alte, gefundene Wachsstreifen aufbrauchen. Und dann hat es aber nicht gereicht. Und dann hatte ich so einen halb gewachsenen Bereich auf meinem Bein und der andere halt nicht. Und es war halt übertrieben nervig. Deswegen habe ich mir die hier nochmal gekauft. Und irgendwie, ja, habe ich sie mir jetzt nochmal gekauft. Weil ich irgendwie jetzt doch im Wachsen-Game, ich muss mich für irgendeine Sprache entscheiden, weil ich jetzt doch irgendwie wieder zum Wachsen gefunden habe und irgendwie, ja, dachte ich mir, es wäre schlau, mir nochmal welche zu holen. Dann nehme ich die halt im Worst Case einfach mit nach Mexiko und dann habe ich auf jeden Fall schon mal vorgesorgt, wenn es darum geht, okay, was mache ich mit meinen Beinhaaren jetzt in Mexiko? Und liebe Leute, ich muss euch sagen, ich finde diese komischen Bimssteine, die finde ich richtig nervig. Also wenn man irgendwie sich Hornhaut wegmachen möchte oder so. Ich mag diese Steine nicht oder diese Pfeilen. Weil ich persönlich, ich reibe immer zu stark und dann tut's weh. Ich bin da irgendwie, ich habe da nicht so das Feingefühl, beziehungsweise ich habe es schon, aber meine Füße sind mir dann nicht weich genug und dann reibe ich doch irgendwie mehr mit diesem komischen Stein auf meinem Fuß rum und dann tut's weh. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach so Socken gekauft. Die hatte ich schon mal von Amazon. Ich kenne die jetzt von DM tatsächlich noch nicht. Das sind auf jeden Fall Hornhautentferner-Socken und ich dachte mir, ich probiere die auf jeden Fall nochmal von der Balea-Eigenmarke, von der DM-Eigenmarke von Balea aus. Ja, in der Hoffnung, dass die gut sind. Ich berichte euch auf jeden Fall. In letzter Zeit bin ich gefühlt dauermüde und ich dachte mir, okay, es gibt Leute, die schwören auf diese Teile und es ist gerade tatsächlich eine neue Version davon rausgekommen und ich dachte mir, okay, ich probiere die einfach mal aus.
In letzter Zeit schlafe ich tatsächlich super, super wenig. Ich kompensiere das krass mit Koffein, was nicht gut ist. Ich versuche das mit dem Schlaf mittlerweile zu regeln. Also ich bin dabei, Leute. Aber bis dahin habe ich mir tatsächlich gedacht, okay, ich kaufe mir Augenpads. Ich bin so weit, dass ich sage, meine Augen sehen ohne Concealer müde aus. Ich möchte Augenpads haben. Liebe Kosmetikindustrie da draußen, gute Werbung. Ihr habt mich erwischt. Ihr habt mich erfolgreich beeinflusst, dass ich glaube, ich muss mir Koffein auf die Augen schmieren. Deswegen habe ich mir jetzt so Hyaluron-Augenpads geholt, mit Koffein drin natürlich, auch mit Passionsfrucht, aber auch mit Koffein, Leute. Das war mir sehr wichtig. Das war tatsächlich zwischen den 5 verschiedenen Sorten, die es gab, ausschlaggebend, dass ich mir diese hier genommen habe. Koffein. Ob diese Teile jetzt wirklich müde Augen wacher werden lassen oder so, ich weiß es nicht, ich habe die noch nicht ausprobiert, aber wie bei vielen neuen Produkten werde ich euch auf jeden Fall mitteilen, ob ich sie gut oder schlecht finde und ob sie halt ihren Zweck erfüllen oder nicht. Ich glaube, viele Frauen werden das nächste Problem, worauf ich kurz eingehe, kennen. Man hat trockene Lippen, man sucht sein Labello in der Tasche und stellt fest, er ist verschwunden. Der Labello ist weg. Dann habt ihr eure Freundin neben euch, die sagt, hey, benutzt doch mein Labello. Und dann schnurrt ihr euch so während des Tages mit eurer Freundin irgendwie durch den Labello so mit durch. Und ihr denkt euch so, boah, ich finde diesen Labello nie wieder. Ich brauche einen neuen. Here we are, liebe Leute. Ich habe mir einen neuen Labello gekauft. Dieser Labello ist neu und er ist vegan und er verspricht 24 Stunden Lippenpflege mit Feuchtigkeitskomplex. Komplex mit Tee, alles klar. Mit Feuchtigkeitskomplex. Und ja, es soll ein schützender Lippenbalsam sein. Wollen wir den direkt mal öffnen? Ich öffne den jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal, ob der gut ist. Das war jetzt irgendwie eine richtige Kindheitserinnerung. Er riecht wie so fruchtiger Kinderlabello irgendwie. Okay, wir benutzen den jetzt einfach zusammen. Ich weiß, ich habe Lippenstift, aber egal. Ich weiß nicht wieso, das Zeug erinnert mich übertriebenst an meine Kindheit, Leute. Ist halt so Wassermelonen-Labello in flüssig. Ich glaube, sowas hatte ich mir als Safe als Kind auch gekauft. Wie diese Wassermelonen-Kaugummis, wisst ihr? Diese runden grünen. Nein, jetzt habe ich Lippenstift auf diesem Teil. Liebe Leute, das war's jetzt schon mit meinem DM-Haul. Ich habe ein bisschen mehr gekauft, als ich wollte. Ich hatte Hunger. Ich hatte einfach Hunger. Und dann wurden mir so coole Produkte irgendwie vor die Nase gehalten, wie dieser Eiskaffee und wie dieser Fuge Brownie Eiweißriegel. Und ich konnte nicht anders, Leute. Mich würde sehr interessieren, welche Produkte ihr jetzt schon ausprobiert habt, welche ihr gut findet, ob ihr vielleicht noch weitere Empfehlungen für mich habt. Falls euch das Video gefallen hat, ihr dürft mir auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben geben, auch gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich da sehr drüber. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag und bis bald.